Es ist Zeit, meine Weihnachtsdeko aufzubauen. Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Halloween ist ja schon lange vorbei und ich habe auch schon meinen Halloween-Kram in den Keller gepackt. Jetzt geht es an die Weihnachtsdeko. So ein bisschen steht schon überall, aber total chaotisch. Bei mir sieht es auch noch aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber das werde ich heute alles aufräumen, schick machen und euch natürlich am Ende zeigen, was ich wie dekoriert habe, wo ich was dekoriert habe. Dann baue ich später noch ein Lebkuchenhaus. Das zeige ich euch dann auch noch. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich liebe nämlich Weihnachten und Dekorieren. Ja. Ja, ich zeige euch mal ein bisschen was vom Chaos. Hier liegt alles fürs Lebkuchenhaus. Daraus soll irgendwann mein Adventskranz entstehen. Ja, Kartons, über Kisten. Ist auch noch alles irgendwie kreuz und quer. Etagere auch noch nicht aufgebaut. Es liegt nur alles da, was dahin soll. Also ja, ich muss erstmal klar Schiff machen. Ja, ich widme mich zuerst meinem Adventskranz. Es ist ja kein Kranz, es ist halt so ein Gesteck. Ich habe dafür jetzt mir neue Kerzen geholt bei Depot, die so glitzern. Einmal groß, einmal klein. Dann, ja, so, wie heißen die denn? Stabkerzen, genau. Bisschen dunkleren Ton. Weil ich habe hier so zwei Halter davon und zwei davon. Und dann wird halt noch so ein bisschen dekoriert mit rosa Accessoires. Hier sowas von letztem Jahr. Ja, mal schauen, wie es jetzt am Ende aussieht. Ja, also mein Adventskranz ist sozusagen fertig. Die zwei großen Kerzen, die zwei kleinen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sich der Tischläufer so ein bisschen beißt, weil es rot ist. Hier mit Mickey und ja, es ist halt ein Disney-Tischläufer, aber der ist halt rot. Und das beißt sich, finde ich, ein bisschen mit dem Rosa. Ich bin jetzt am Überlegen, den Läufer hier noch zu wechseln in dieses Braun mit Gold. Ich muss mal schauen. Ja, und jetzt widme ich mich dem großen Projekt und zwar der Etagere. Ja, da ist sie, meine fertige Etagere. Ich zeige euch die Sachen natürlich alle nochmal, wenn es dunkel ist und alles schön erleuchtet ist. Ja, also das ist einmal oben mit dem Lebkuchenhaus von Shop Disney letztem Jahr. Die Kerze gab es auch letztes Jahr. Ja, und hier unten ein kleiner Wald mit den Teelichthaltern aus dem Disneyland Paris. In schwarz-silber-rot gehalten. Hier an der Tür hängt mein selbstgebastelter Mickey-Kranz. Ich verlinke euch das Video gerne bei dem i. Das habe ich, glaube ich, vor 2 oder sogar 3 Jahren gebastelt. Genau, ganz einfach, das nachzumachen. Günstig, hat auch Lämpchen mit Timer. Dann hier der Schrank. Da ist jetzt mein Adventskalender von Purelay.
Ist jetzt hier so drapiert. Dann hier so ein bisschen was an Deko. Den Mickey habe ich ja gepimpt mit einer Lichterkette. Da waren ja Süßigkeiten drin. Jetzt habe ich einfach eine Timer-Lichterkette reingepackt. Und ja, hier hängt so eine Girlande von Primark. Und hier oben das Häuschen. Das gab es letztes Jahr auch bei Shop Disney. Und den habe ich letztes Jahr bei Amazon gekauft. Ja, hier an meiner Balkontür hängt auch ein Kranz. Den gab es auch letztes Jahr bei Shop Disney. Ist jetzt natürlich krasses Gegenlicht, aber ja, der leuchtet auch nicht. Das ist einfach nur glitzernd. Hier auf der Fensterbank habe ich einmal Mickey sitzen. Und hier diese Spieluhr. Die gab es auch letztes Jahr bei Shop Disney. Ich drehe sie mal auf. Moment. Also sie spielt We Wish You a Merry Christmas. Die Gesichter, muss ich sagen, sind ein bisschen weird. Aber ja. Und dann haben wir hier noch den Zug. Den gab es auch bei Shop Disney letztes Jahr. Ja, und dann kommen wir zu meiner Kaminecke. Da leuchtet schon eine Lichterkette. Aber ich zeige euch gerne mal von Namen. Meine Mickey-Etagere, die nutze ich eigentlich zu jeder Jahreszeit und dekoriere oben nur den Teller um. Jetzt ist hier eine Yankee-Candle mit Weihnachtsduft, mit so einem Schirm. Ja, ein bisschen Deko. Ja, das hier leuchtet. Dann so ein paar goldene Sterne. Dann gibt es hier Schneemann und einen Teelichthalter aus dem Disneyland Paris. Goldene Bäumchen und das hier leuchtet auch richtig cool. Also wie gesagt, alles nochmal später, wenn es dunkel ist. Ja, und hier unten habe ich einmal so ein Glitzer, weiß auch immer, was es ist. Und ich habe jetzt überlegt, hier unten ganz viele rote Kugeln reinzumachen. Die muss ich aber leider noch besorgen. Aber es sieht bestimmt ganz cool aus mit dem Mix hier in Rot. Und hier rechts auch nochmal so ein Teller mit drei Kerzen und ein bisschen Deko. Und hier hängen meine Mickey, Mini und Mickey Socken. Und hier rechts habe ich so ein kleines Beistelltischchen. Da habe ich das leuchtende Lebkuchenhaus. Ich zeige euch das schon mal. Genau, da hatten letztens auch einer gefragt von meinem Vlog letztes Jahr, woher ich den habe. Den gab es letztes Jahr bei Zavi zu bestellen. War aber auch ratzfatz weg. Ja, und hier ist einfach nur ein kleiner Teelichthalter. Also ein großer Teelichthalter. Ja, und meine Couch ist jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Ich habe einmal hier dieses große Kissen. Das gibt es immer noch bei Shop Disney. Und dazu gibt es noch die passende Decke. Da bin ich echt am Überlegen, die zu bestellen, weil ich habe keine Weihnachtsdecke, die schön aussieht. Ja, und dann habe ich die hier von letztem Jahr. Dieses Jahr gibt es ja die Version mit Chip and Dale. Ja, die goldenen Kissen kennt ihr. Und da rechts seht ihr noch Mickey und Minnie von 2020. Die gab es dann auch, glaube ich, irgendwie mal günstiger im Angebot. Ja, und hier neben meinem Fernseher sitzt Winnie Pooh und der spielt Geige. Den gab es mal vor 3 Jahren, glaube ich, im Sale im Disneyland. Die Flügel leuchten, bewegen sich auch. Er spielt Stille Nacht. Jetzt habe ich's. Ganz knuffig. In meinem Flur habe ich meine selbst gebastelten Mickey- und Mini-Schneemänner aufgestellt. Dazu gibt es auch ein Video, ganz einfach nachzubasteln. Da Mickey hat hier auch eine Lichterkette, die dann mit Timer angeht. Hier gibt es eine Kerze. Und dann habe ich auch noch mein Schloss dekoriert. Ein bisschen. Sieht man jetzt noch nicht, denn ist auch eine Lichterkette dran. Hier habe ich so zwei kleine Bäumchen aufgestellt. Ja, und da ist so eine kleine Lichterkette drum. Und hier rechts steht noch so ein Weihnachtsbaum von Primark. Den gab es jetzt vor kurzem mit diesen Kugeln. Ich habe mir jetzt aber überlegt, hier noch Schnee reinzupacken, weil das Schaumding ist echt hässlich. Aber ich habe leider keinen Schnee mehr. Der letzte Schnee ging in der Etagere drauf. Also muss ich jetzt demnächst noch rote Kugeln und Schnee kaufen dafür, damit es auch ein bisschen schicker aus. Dann kommen wir zu meinem Schlafzimmer und dann war es das auch mit der Deko da. Also an meinem Ankleidezimmer ist noch so ein Stern von Ikea, der leuchtet, aber ist jetzt nicht so spannend zu sehen. Und im Bad stehen auch noch zwei Figuren, aber und in der Küche
ja, hängt ein Stern am Fenster, aber nichts Weltbewegendes. Deswegen zeige ich euch noch mal schnell mein Schlafzimmer. Hier habe ich eine leuchtende Figur von Disneyland. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Kann ich euch mal demonstrieren? Na, ich demonstriere es euch, wenn es dunkel ist. Ja, nee, das ist einfacher. Dann sieht man das auch schön genau. Also hier die Figur. Dann hier ist noch so ein Timer, Teelicht, elektronisch, was auch immer. Hier diese vom Primark, gab es die, glaube ich, vor 2 Jahren. Diese Kette, ja, und Teelichthalter, die stehen aber eigentlich immer hier. Aber passen jetzt auch sehr gut zu Weihnachten. Und ein kleiner Olaf. Ja, ich muss jetzt mal das Licht hier anmachen. Es ist so grau, obwohl es jetzt 1 Uhr mittags ist. Aber ja, das Wetter ist grau in grau, wie das im November so ist. Und ja, ich bin jetzt erstmal fertig mit der Deko. Ich muss auf jeden Fall später durchsaugen. Hier glitzert es überall. Überall ist Glitzer. Aber ich mache mich jetzt erstmal an das Lebkuchenhaus. Ja, den Bausatz zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Boden. Das sind die Seitenteile. Nee, doch, das sind die Seitenteile. Das Dach, noch ein Baum für die Tür. Und das soll man, glaube ich, noch ausschneiden in ganz, ganz viele kleine Teile. Genau, das wurde mir von Make-A-Wish zugeschickt, damit ich das Haus für die Kampagne dekorieren kann. Aber ich sage später nochmal was zum genauen Haus. Ich würde sagen, ich rübe mal die Eiweißcreme zusammen oder die Eiweißglasur, damit das auch schön zusammenhält. Ich habe jetzt hier noch ganz, ganz viel Deko. Ja, ich konnte euch leider zwischendurch kein Update zeigen, denn ich habe ja dieses Royal Icing gemacht, also das Eiweiß-Puderzucker-Mischung in der Küche und dann habe ich sofort angefangen und überall an meinen ganzen Händen war dieses Royal Icing, das klebt wie Sau. Und ja, deswegen zeige ich euch jetzt das Ergebnis, wie jetzt mein Haus fertig aussieht. Ich drehe es mal. Es ist nicht perfekt. Die habe ich übrigens von AliExpress bestellt, die in grün und rot. Ja gut, hinten ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Da ist jetzt nicht so viel Deko. Ich habe mich auch vorne konzentriert. Ja, und das ist es vorne. Ein kleiner Weihnachtsbaum. Die habe ich auch von AliExpress. Ja, den habe ich zusammengebaut aus so kleinen Styroporkugeln. So Süßigkeiten von Haribo. Ja, jetzt so Marshmallows. Ja, ist jetzt nicht so weltbewegend, aber hat trotzdem Spaß gemacht, das jetzt zu bauen. Ja, und warum habe ich dieses Lebkuchenhaus gebaut? Einerseits macht es Spaß und andererseits ist es für einen guten Zweck, und zwar für Make-A-Wish. Mein Haus wird am 5.12. auf Instagram gepostet als Teil der Make-A-Wish-Kampagne. Dieses Jahr verkauft Make-A-Wish Lebkuchenhäuser, so eins, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, mit ganz, ganz vielen Disney-Sachen, Kugeln und eine Bastelanleitung. Ich packe euch die Bilder alle von der Kampagne gerne hier rein. Schaut gerne mal bei makeawish.de vorbei. Ich packe euch den Link auch unten in die Infobox. Wenn ihr auch so ein tolles Lebkuchenhaus basteln wollt mit ganz, ganz tollen Disney-Accessoires. Ich werde auch noch eine Version bekommen mit Disney-Accessoires und werde es natürlich auch in einem Vlog dann zeigen. Die Häuser sind limitiert, also seid schnell, es gibt noch ein paar. Kosten tun sie 30 Euro und 15 Euro werden direkt an Make-A-Wish gespendet. Also ihr tut was Gutes mit jedem Lebkuchenhaus. Und jetzt zeige ich euch noch die Deko, wenn es dunkel ist. Oh, 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 da, 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 oh. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making
thinking of Christmas memories. Oh oh, la da da la oh oh, la da da la oh oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Ja, das war Monis Magical Vlog zur Christmas-Deko hier bei mir zu Hause und dem Aufbau des Make-A-Wish-Lebkuchenhauses. Auch wenn ihr nicht gesehen habt, wie ich es aufgebaut habe, aber ihr habt vorhin nachher gesehen. Ja, und das war's erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch vielleicht inspiriert ein bisschen für eure Weihnachtsdeko. Ich plane ja noch ein Christmas-Outfit-Video, also welche Christmas-Outfits ich habe. Und auch dann dabei euch ein bisschen Tipps zu geben, wie man sich im Disneyland Paris warm hält. Genau, ich dachte, das kann man ganz, ganz gut verbinden zusammen. Ja, ansonsten ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!